Servus Spatzenfans, sexualisierte Gewalt ist leider in vielen Alltagssituationen immer noch keine Seltenheit. In der Disco, bei Dorffesten, in der Bahn oder am Arbeitsplatz sind Belästigungen weiterhin trauriger Alltag. Leider hat diese unsägliche Praxis verstärkt seit dieser Saison auch Einzug in unseren Blog erhalten. Aus gegebenem Anlass sehen wir uns als Ultragruppierungen in der Pflicht, die Problematik offen in diesem Artikel zu thematisieren. Wir sehen uns nicht nur als Stimmorgan zur Unterstützung unserer Mannschaft, sondern auch als Unterstützer und Verteidiger derjenigen, die sich in letzter Zeit übergriffigen Verhaltens ausgesetzt sahen. Bei den letzten nahezu ausverkauften Spielen in der laufenden Saison wurde uns schriftlich und verbal kommuniziert, dass es zu übergriffigem Verhalten in unserem Block gegenüber weiblichen Personen gekommen ist. Mehrere Frauen haben uns berichtet, dass sie unter anderem während des Spiels gegen Dynamo Dresden in unserem Block begrapscht, beleidigt und herabwürdigend behandelt worden sind. Verbale Entgleisungen, welche eines Zitats unwürdig wären, sind leider nur die Spitze des Eisbergs eines primatenhaften Verhaltens. Körperliche Belästigungen, wie Frauen an den Po zu fassen, unsittlich zu berühren oder beim Vorbeilaufen eine Frau gewaltsam an sich zu ziehen, veranlassen uns dazu, dem mit aller Vehemenz entgegenzutreten. Wir als Ultras werden solch ein Verhalten niemals tolerieren. Unser Statement ist jedoch nicht nur ein Bekenntnis unsererseits, Übergriffe zu verhindern. Es versteht sich auch als Aufforderung an alle Fans im D-Block, Aufmerksamkeit walten zu lassen und ohne zu zögern einzugreifen, um die Opfer zu schützen. Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass der D-Block unser Wohnzimmer, ein sicherer Ort für jeden ist und bleibt. Sollte von uns jemand solch eine Situation beobachten, können sich die Betroffenen sicher sein, die gesamte Rückendeckung der Fanszene zu erhalten. Den Feigentätern können wir versprechen, dass das ihr letztes Spiel im D-Block gewesen sein wird. Um den Betroffenen eine sichere und verlässliche Anlaufstelle zu gewährleisten, wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein das Spatzenufer ins Leben gerufen. In diesem Sinne, haltet die Augen offen, passt aufeinander auf und haltet zusammen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.